Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute möchte ich euch ein Update über den Stand geben, was den TikTok-Verkauf angeht und warum ich glaube, dass TikTok nicht an Microsoft verkaufen sollte. Also, hinter den Kulissen wird ja ordentlich spekuliert. Auf der einen Seite gibt es jetzt ja die Deadline von Trump irgendwie bis zum 20. September, dass TikTok bis dahin verkaufen muss. Und jetzt hat er ja auch noch gesagt, dass WeChat und ja, Tencent ja irgendwie auch noch gesperrt werden soll bis dahin. Aber sonst haben wir eigentlich von Trump aus der Richtung der letzten Zeit nichts gehört. Dafür gibt es jetzt neue Spekulationen darüber, dass möglicherweise Twitter jetzt eben auch TikTok kaufen wollte. Was ich irgendwie komisch finde, weil Twitter eigentlich viel zu klein ist. Also ich glaube, Twitter hat ja selbst irgendwie nur eine Market Cap von 20, 30 Milliarden. Und TikTok würde ja mindestens 50 Milliarden kosten. Ich wüsste schon gar nicht, wie die das schaffen sollen oder wie viele Co-Investoren die an Bord holen sollten. Aber das Twitter-Gerücht, das halte ich jetzt mal für ziemlich aus der Luft gegriffen. Ironisch wäre es ja schon, weil damals gab es ja Vine, was ja so der Vorläufer von TikTok war. Zwar bei weitem nicht so gut, aber Twitter hat ja damals Vine auch gekauft für einen ziemlich kleinen Preis und dann ziemlich schnell wieder aufgegeben, weil es sich für sie nicht gelohnt hat oder weil sie nicht investieren wollten. Und wenn die jetzt tatsächlich ein paar Jahre später jetzt 50 Milliarden, woher die auch immer kommen sollen, jetzt dann für TikTok ausgeben würden, das wäre natürlich schon ein bisschen kurios. Dann habe ich noch einen ganz spannenden Artikel gelesen, dass im Hintergrund viele der TikTok-Investoren da auch so Lobbyarbeit betreiben, weil bei TikTok ja auch viele amerikanische Investoren drin sind, die zum Teil auch ziemlich mächtig sind und sehr, sehr gut auch mit dem Weißen Haus vernetzt sind und auch schon viel für die Trump-Kampagne gespendet haben. Das macht sie mir jetzt nicht unbedingt sympathischer, obwohl ich ja an sich immer ein großer Fan von TikTok und ByteDance bin. Aber die Realität ist, dass halt viele, ja, Finance-Leute oder Venture-Kapitalisten, zum Beispiel hier von den Investoren von General Atlantic zum Beispiel, dass die natürlich immer versuchen, sich auch Freunde in Washington zu machen und dann hier immer links und rechts natürlich auch spenden. Und in diesem Fall haben die wohl auch einiges für die Trump-Wiederwahlkampagne gespendet. Und von daher hoffen die natürlich, dass sie da im Hintergrund ein bisschen Trump beeinflussen können, dass er vielleicht auch ein bisschen softer wird, was TikTok angeht. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass TikTok auf keinen Fall an Microsoft verkaufen sollte. Und hier sind meine Gründe. Also zum einen gibt es hier wirklich überhaupt keinen Beweis, dass TikTok jemals Daten an die chinesische Regierung weitergegeben hat. Genau, da zitiere ich jetzt auch immer aus Forbes. Also Forbes sagt, es gibt halt überhaupt keinen Beweis, dass TikTok Daten nach China geschickt hat. Und es gibt auch überhaupt keinen Beweis, dass TikTok jetzt mehr Daten sammeln würde als jede andere Social Media Plattform. Ne? Also man kann sich ja darüber beschweren, dass TikTok irgendwie Daten sammelt, klar für den Algorithmus, aber eben auch nicht mehr als jetzt irgendwie Facebook oder Instagram. In der Presse ist man jetzt auch eigentlich ziemlich stark der Meinung, dass jetzt diese Androhung von Trump, jetzt TikTok zu verbieten, dass das keinerlei legale Grundlage hat und natürlich dann auch ein ja, ziemlich gefährliches ja, sozusagen Beispiel für die Zukunft ist und eigentlich in einem demokratischen Land das so nicht passieren sollte. Ne? Weil Trump ja wirklich dann diese Mafia-Taktiken benutzt und ja auch noch einen Teil von dem Verkaufserlös haben möchte. Das ist ja schon echt ziemlich nah an der Korruption dran und allein deshalb sollte ByteDance da nicht nachgeben und auch deshalb sollte so ein Verkauf von TikTok an Microsoft einfach so nicht über die Bühne gehen. Und dieses Argument, dass TikTok gefährlich ist, das ist ja einfach an den Haaren herbeigezogen, weil wenn ich mir mal anschaue, was Facebook da die ganze Zeit macht, also dass Facebook jetzt Daten sammelt, um Werbung zu verkaufen, ist ja für mich vollkommen in Ordnung. Aber wenn man einfach mal ansieht, dass Facebook ja wirklich so die Quelle schlechthin ist für Hate Speech, für Radikalisierung, für irgendwelche verrückten Gruppierungen und so weiter, dann ist es einfach Fakt, dass Facebook ein viel, viel größeres Problem ist. Ich finde ja ohnehin, dass es eine ziemlich unheilvolle Allianz ist zwischen Trump und Facebook. Denn Facebook hat auf der einen Seite natürlich Angst, zerschlagen zu werden. Und deshalb müssen sie sich natürlich mit Washington gut stellen. Und es ist ja einfach so, dass ja auf Facebook diese ganze Hate Speech, diese ganze Alt-Right-Bewegung ja einfach riesig ist. Auch diese ganzen Verschwörungstheorien und so weiter. Das heißt, Facebook ist einfach so dominiert von, ich sag mal, Stimmen für Trump. Facebook stoppt es ja auch in keinster Weise. Im Gegensatz zum Beispiel zu Twitter, die ja manchmal ja schon die Tweets von Trump zwar nicht runternehmen, aber ja dann irgendwie doch ein Vermerk machen, dass es irgendwie problematisch ist. Und da macht Facebook ja eigentlich letztendlich überhaupt nichts. Ich glaube, letztendlich ist halt so Facebook und Trump echt so eine, für beide so eine Win-Win-Situation. Also Trump reguliert Facebook nicht, Trump zerschlägt Facebook nicht, Trump verbietet dann sogar TikTok und dafür lässt Facebook dann eben Trump in Ruhe. Und lässt dann eben diese ganzen Sachen wie Breitbart und all diese verrückten rechten Seiten weiterhin auf Facebook dann eben gedeihen. Also nach objektiven Maßstäben ist Facebook halt tausendmal gefährlicher als TikTok, aber Facebook spielt natürlich Trump ziemlich gut in die Karten.
Ein weiterer Grund, weshalb TikTok nicht verkaufen sollte, ist, dass sie einfach ein geniales Produkt gebaut haben. Ich meine, allein in den USA gibt es ja 100 Millionen User, die die App einfach total lieben. Und jetzt in der letzten Woche gab es auch wieder ganz viele spannende Artikel, die einfach nochmal objektiv beurteilt haben, wie gut die App eigentlich gebaut ist und eben auch vor allem der Algorithmus. Dass es diesen Algorithmus eben sonst nirgendwo so auf der Welt gibt und dass zum Beispiel sowas wie Instagram Reels eigentlich echt nur ein müder Abklatsch ist, der vielleicht oberflächlich ähnlich aussieht wie TikTok, aber ohne den Algorithmus einfach überhaupt keinen Sinn innerhalb der Instagram-App macht. Und ich glaube eben, dass im Zweifelsfall TikTok auch einfach versuchen sollte, ohne den amerikanischen Markt auszukommen. Denn bislang gibt es ja nur die USA, die halt wirklich so diesen TikTok-Ban ausgesprochen hat. Okay, Indien gibt es jetzt auch noch, aber von den kommerziell interessanten Märkten ist es eben vor allem die USA. Und wenn ich TikTok wäre, dann würde ich einfach sagen, okay gut, mal schauen, was passiert, wenn jemand anderes an die Regierung kommt. Das Ganze kann man eben auch mal aussitzen. Und selbst wenn wir in den USA nicht stattfinden, dann gibt es halt noch den ganzen anderen Rest der Welt, wo wir eben die größte Social-Media-App überhaupt werden können. Deshalb ist ja das Potenzial von TikTok auch so groß. Also ich glaube, TikTok alleine kann eine 500 Milliarden Dollar Company werden. Und der berühmte Tech-Analyst Ben Thompson, der glaubt ja sogar, dass ByteDance eine Trillion-Dollar-Company werden kann. Und diese Meinung teile ich auf jeden Fall. Und deshalb sind diese ganzen Summen, die jetzt im Raum stehen, für einen Verkauf an Microsoft von 30 oder 50 Milliarden, die sind einfach nur lächerlich gering im Vergleich zu dem Potenzial, was TikTok da einfach bietet. Weiterhin glaube ich, dass es halt super wichtig ist, dass es TikTok gibt als ein Facebook-Wettbewerber, weil das Facebook-Monopol ist aus ungefähr 100 Gründen ziemlich schlecht. Einmal natürlich für die Demokratie, dann für die Medienpublisher, aber eben auch für die User und die Advertiser. Und ich glaube, wenn es halt neben Facebook eine Alternative gibt mit TikTok, ist es natürlich für die User besser, weil es dann A, eine bessere Social-Media-Plattform gibt und B, Facebook auch einen Anreiz hat, sich irgendwie zu verbessern und neue Features einzuführen. Ja gut, vielleicht bessere Features jetzt als diese TikTok-Kopie mit Instagram Reels. Und für die Werbekunden ist natürlich auch ein ziemliches Problem, wenn Facebook ein Monopol hat. Und wenn es eben Facebook und TikTok gibt, dann können sie ja immer noch aussuchen, welche Plattform für sie besser funktioniert, wer die besten Konditionen anbietet und wo sie ihre Zielgruppe besser erreichen können. Jetzt habe ich ja gesagt, dass TikTok nicht an Microsoft verkaufen sollte. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt an Microsoft. Also Microsoft ist echt eine geniale Company. Die haben in den letzten Jahren so viel richtig gemacht. Aber zum einen muss man natürlich sagen, dass sie nicht super sind im Consumer, obwohl sie eben auch Minecraft und LinkedIn gekauft haben. Aber es ist natürlich nicht so deren Kernkompetenz. Und ich glaube, unabhängig auch jetzt von Microsoft, hat TikTok ja einfach schon gezeigt, dass sie super schnell sind, super aggressiv, super agil, sehr, sehr kreativ. Und ich glaube, dass einfach TikTok, so wie es jetzt ist, sich einfach viel schneller bewegen könnte, als wenn sie jetzt plötzlich einfach nur eine Abteilung oder eben eine Tochterfirma von Microsoft sind. Und ganz spannend ist eben auch, dass es mittlerweile sogar von Microsoft-Seiten Bedenken gibt, ob sie bei TikTok zuschlagen sollen. Und zwar nicht, weil TikTok jetzt keine gute Firma ist, sondern weil eben auch einige bei Microsoft diese ganzen Begleitumstände halt ein bisschen merkwürdig finden. Und ich glaube, selbst Bill Gates hat ja gesagt, naja, das wäre sowas wie ein vergifteter Kelch, den man da nehmen würde. Also es ist eine komische Übersetzung, aber so hat er sich irgendwie geäußert. Das heißt, der glaubt an das Potenzial von TikTok, findet es aber auch ziemlich merkwürdig, so eine Firma unter den Rahmenbedingungen zu kaufen. Ich glaube, unter normalen Rahmenbedingungen fände er es super. Und mittlerweile gibt es eben auch innerhalb von Microsoft dann eben schon Stimmen, die dann eben gesagt haben, naja, sie sind eigentlich super stolz drauf, was Microsoft sonst so macht, aber eigentlich wollen sie nicht unter diesen Bedingungen quasi TikTok geschenkt bekommen und dass sie das dann eben moralisch ziemlich fragwürdig finden und es sogar besser finden würden, wenn Microsoft davon Abstand nehmen würde, selbst wenn das natürlich ein guter Deal wäre. Und man möchte natürlich jetzt auch nicht sozusagen in der Schuld von Donald Trump stehen, weil man dann ja auch nicht weiß, was dem in Zukunft so alles einfällt. Also auch wenn es ein super Deal ist, sollte man sich da nicht in so eine Abhängigkeit begeben. Also es bleibt weiterhin spannend und wenn ihr die Story nochmal genauer nachlesen wollt, eben auch nochmal mit Zitaten und auch nochmal Links auf spannende Quellen, dann lest das Ganze einfach nochmal in meinem Newsletter durch unter www.theo.news und das Ganze verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Macht's gut und bis bald.